Wir schauen uns mal wieder Design an. Also eine Mischung aus guten und schlechten Design. Manchmal das eine mehr als das andere. Deswegen, falls ihr Design mögt, dann lasst gerne ein Design da, denn sonst gibt es kein Design mehr. Die erste Handtasche, die nicht mal geklaut werden muss, damit du siehst, was drin ist. Und wo du immer mal wieder was verlierst und dir denkst, what the fuck? Wo ist das jetzt schon wieder hin? Ich würde so viel Kleinkram verlieren, das ist insane. Die eine Couch, die du dir holen kannst, um wirklich zu sehen, hey, ich bin ein Tigerbändiger. Rar. Ich weiß nicht, ob ich mir die jemals kaufen würde. Es hat was und gleichzeitig auch nee. Also es gibt ja viele verschiedene Arten von Designertreppen. Ich glaube, das sind bis jetzt die gammeligsten, die ich gesehen habe. Da kannst du sogar noch bei jedem Schritt nach oben hängen bleiben, dass du hundertprozentig einfach nur noch hinfällst. Aber theoretisch hättest du auch ein bisschen Stauraum. Der Hammer, das ist ein Design. Der schaut komisch aus, aber er schaut auch gut aus. Ich würde mir nur niemals einen Hammer an die Wand hängen. Das war eine Werbung gegen Zigaretten, also gegens Rauchen. Also es macht schon Sinn, ich sehe, wofür die da gehen, aber das schaut auch so ein bisschen AI-generiert aus. Und ganz ehrlich, ich würde diese Zigarette definitiv in meiner Wohnung haben wollen. Stell dir vor, so ein Plüschtier, das wird so dumm aussehen. Und der kannst du die Hand reichen. Wenn wir schon beim Rauchen sind, hey, jetzt haben wir den Ring für dich, den Kerzenring. Er wird mal kurz warm und dann kannst du deine Zigarette anzünden damit. Nach 5 Minuten ist die Kerze aufgebraucht, dann brauchst du einen neuen Ring. Das war mal ein alter PlayStation-Controller zum Angeln. Ein Controller speziell fürs Angeln. Falls du dir dachtest, ja, ich will unbedingt in Spielen angeln. Das Waschwaschbecken finde ich vom Design her schon cool. Ich finde es jetzt unnötig, weil das dadurch halt nochmal mehr Platz wegnimmt, als wenn das direkt darunter wäre. Aber vom Stil selbst finde ich das schön. Schlechter Buchdruck oder Typografie ist überall. Ja, und gut ist unsichtbar. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut oder schlecht sagen soll. Also es ist gut gemacht, aber es schaut halt kacke aus, aber mit Absicht. Also es ist ja wieder gut. Ein Smoothie. Und hier ist der Barcode. Genau so sollte es machen. Warum nicht mal kleine Spielereien einbauen? Der teuerste Tisch der Welt mit 4 Gitarren. Vor allem, du kannst halt voll viel nicht mal benutzen deswegen. Du kannst wahrscheinlich nicht mal richtig gut da sitzen und essen. Das schaut einfach, nee. Verkauf die Gitarren. Da wärst du besser weggekommen. Ein Bonsai-Buchregal. Würdet ihr es holen? Ich würde es mir holen. Ich würde zwar keine Bücher da reinstellen oder legen, aber ich würde da andere Sachen reinhauen. Das schaut schon cool aus. Moderne Stuhl-Hocker-Bank-Bench. Ich finde den Titel auch super. Chairs in Despair. Also Stühle in Verzweiflung. Das ist 1:1 so. Keiner würde dafür 1100 Pounds zahlen. Der neue Becherträger. Idee finde ich 1+. Den Rest jetzt nicht so. Also okay, wenn du ihn trinken willst, brauchst du es ja nicht. Deswegen ist der Strohhalm da ein bisschen nutzlos. Außer die haben ihn da direkt reingetan, wodurch dann der ganze Halter wieder kacke wäre. Da müsste eigentlich noch irgendwo ein Fach sein, wo du den Strohhalm direkt drin hast. Ein Tisch mit einem Bär. Es hat schon was. Du hast halt weniger Tisch, aber es hat Stil. Es ist mal was anderes. Es ist jetzt nicht super nervig, wie die Gitarrentisch. Und es hat was vom Aussehen her. Die Überschrift war, sieht es nicht so aus, als ob die Person links ins Feuer springt. Ich sehe, was du meinst. Ich würde nicht mal das als Feuer-Exit erkennen. Ich wüsste nicht mal, worauf ich schaue. Aber ich weiß, was du meinst mit, der wirft sich gerade ins Feuer. Also wegrennen tut der auf jeden Fall nicht. Ein neues Heimdesign. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Aber stellt euch mal vor, ihr lebt in so einer Box. Und darunter könnt ihr euer Auto parken. Das ist so, ja Leute, wir wollen keine Häuser mehr bauen und Wohnungen. Das ist zu teuer. Wir haben euch zwar versprochen, 400 Millionen zu bauen. Aber ja, lebt mal in solchen Boxen. Ein schwebender Chip und Dip. Also eine fliegende Schüssel mäßig für den Dip. Finde ich vom Design cool. Finde ich vom Praktischen her nicht so cool, weil ich wüsste, stell dir vor, du schaust einen Film. Du greifst da rein, gehst wieder hoch. Und da finde ich, glaube ich, würde mir so oft passieren, dass ich das auf einmal wegschlage. Und das schaut sehr klein aus. Weil das sind nicht viele Chips da drin. Ergonomisch. Wow.
jetzt so liegen, wie du willst und Bauch trainieren oder Seite, während du schreibst und deinen Rücken kaputt machst oder Bauch. Ehrlich gesagt, sieht schon cool aus. Ich glaube nur nicht, dass es so angenehm wird über Zeit. Ich glaube, da wirst du echt häufig die Stellung ändern. Und irgendwann hast du keine Lust mehr, die Sachen zu verschieben. Hey, wir hatten schon Kacktreppen. Jetzt haben wir ein Kackgeländer. Da sind Löcher im Geländer. Du musst einfach deine Hand immer neu ansetzen. Also es schaut cool aus, ja, definitiv, aber es ist unpraktisch wie Sau. Vor allem, wenn du das Geländer wirklich brauchst, um dich abzustützen. Sagen wir, du bist älter oder hast irgendwelche Probleme mit dem Fuß. Du bist hier. Es leuchtet. Der ganze Weg leuchtet. Oder wo meinst du, was leuchtet? Wo bin ich? Was ist denn das für eine Kackkarte? Kein Wunder, dass sie so viele Assistance Center haben, weil keine der Karten irgendwie interessant ist, gut ist. Das ist ein Straßendesign in Deutschland. Wir sind auf Design damit. Yay. Und sie heißt Die Welle. Wir sind echt kreativ, oder? Einen Namen geben? Hätte ich niemals mit gerechnet. Aber schaut cool aus. Lion King. Das finde ich ein cooles Poster. Man sieht den Bösen. Man sieht Simba direkt und ich finde auch cool, wie der Affe, ich habe vergessen, wie der hieß, direkt als Auge. Schönes Design würde ich gerne mehr sehen von. Das einzige Auto, das wahrscheinlich sogar ich ohne Führerschein fahren könnte. Das schaut aus, als ob da irgendwo ein Rad dran ist oder ob der Boden dann unten aufgeht und du den dann anschiebst. Ein PlayStation-Portemonnaie. Okay, ganz ehrlich, das finde ich richtig geil. Ich würde gerne solche PlayStation-Portemonnaies bitte im neuen Design sehen. Aber früher, Alter, ich hätte das als Kind sowas von gefeiert. Ich würde so der König gewesen sein, hätte ich irgendwo so ein PlayStation-Portemonnaie dann rausgeholt und damit was gezahlt. Moby Dick. Das erste Buch, das nach etwas aussieht. Auch wenn das Auge irgendwie ein bisschen creepy aussieht, finde ich das trotzdem sehr cool gelöst. Ein Wasserfall, oh. Ich habe zwei Probleme damit. Erstmal, schaut cool aus, ja. Aber das erste Problem, die Wartung davon oder die Instandhaltung davon wird absolut der Horror sein und ultra teuer. Und das andere, am Anfang, glaube ich, würde das richtig geil sein. Ich hoffe, du kannst den ausmachen. Aber sonst hast du nämlich irgendwie das Problem, das ist voll schön, das Geräusch immer zu hören und nach einer Woche stört es dich nur noch. Weil du kannst nicht mal kurz ein Fenster aufmachen, um durchzulüften oder irgendwas, ohne dass du dauerhaft einen super lauten Wasserfall hast, weil du in einem lebst. Aber wenn man ihn ausmachen kann, ist alles wieder gut. Ein Freund wollte ein Deck machen an Karten, damit er all seine Lieblingsspiele direkt spielen kann. Okay, mal schauen, wir haben die Queen, dann haben wir Uno, Counter Target Spell, das schaut nach Magic aus. Habe ich irgendwas vergessen da? Ich hoffe nicht. Also 3 in 1. Das Design Hub. Design Hub. Das ist ein Design. Ja, es passt wenigstens, dass es im Design jetzt drin vorkommt. Ich hätte das nicht erkannt als Design Hub. Star War? Stop War. Ich glaube Stop War, aber es schaut auch so ein bisschen aus wie Star War. Ich weiß nicht, worauf ich schaue. Das erste Design, wo ich sagen würde, okay, ich will den Text nicht lesen, aber schaut gut aus. Respekt. Das war's. Design to be designed. Warum sind da 18 Teile zum Aufdrehen? Du nimmst den hoch und stellst den selbst rein? Du suchst dir einfach das Design aus, was du haben willst und dann kannst du dir den Wasserhahn aussuchen. Ey, das sah aber auch wild aus. Aber so macht es wieder Sinn. Manchmal fallen mir die ersten Sachen auf Englisch ein. Peacock oder auch ein V. Das schaut cool aus. Ein Salamander? Anspitzer. Hätte ich als Kind gefeiert. Punkt. Hätte ich gerne gehabt. Jetzt benutze ich keine Stifte mehr, die man anspitzen muss. Jetzt benutze ich keine Stifte mehr. Punkt. Männlich oder weiblich. Das kann man wenigstens gut erkennen. Schöne Idee, schöne Umsetzung, gut gemacht. Gebe ich eine 2. Wenn du dir denkst, oh, warte, wir müssen ja noch weiter höher kommen in dem Gebäude. Wie machen wir das jetzt? Warte, wir bauen die Treppe draußen hin. Da ist meine Frage, ist innen kein Platz mehr? Das ist gefühlt so ein Block, wo nicht mal ein Fenster ist. Und anscheinend ist da dann kein Platz mehr gewesen für eine Treppe drin. Also dachten sie sich, komm, wir hauen die raus. Gib Acht, bevor es kracht. Augen auf beim Bahnübergang. Stimmt, macht die Augen auf. Sonst habt ihr ein anderes Problem. Ohne Augen seht ihr nichts. Und ohne Körper auch nicht. Shigeo Fukuda. Keine Ahnung, was es sein soll, aber schaut cool aus. Fühlt euch getreten. Ein guter Weg, um die Gäste deines Hauses zu töten.
Ich finde schön, wie man rechts so richtig schön sieht, okay, hier Treppen und links ist einfach Suit yourself oder Shit yourself. Was ist es? Was wollt ihr uns damit sagen? Was tut ihr hier? Ich wünschte, das wäre ein Trend geworden. Stell dir vor, du siehst Massen an Leuten, die mit so einem hässlichen Ding rumrennen. Und das wird das einfach noch, sobald die AI so gut wird und du Angst hast, dass die Regierung genau weiß, was du gerade machst. Wie in China mäßig. Also irgendwann werden wir wirklich sehr Cyberpunk-mäßig unterwegs sein. Es ist halt wieder so eine Verarschung, aber ich finde es schön. Hast du einfach gedruckte Steine an die Wand geklebt mit einem Beet und da hängst du einen Korb hin. Das neue Kia-Logo ist so unlesbar, dass mittlerweile mindestens 30.000 Leute im Monat nach dem Wort KN-Auto suchen. Eine einfache Lösung wäre einfach, beim K und den I jeweils so ein bisschen Platz zu lassen. Dann würde man es wieder sehen. Die Uhr, the clock. Finde ich schön, das L wurde zur Uhr gemacht. Und jetzt lese es mal ohne das L vor. Dune, der Popcornbecher. Dune war schon ein interessanter Film, habe ich sogar gesehen. Aber den Popcornbecher würde ich mir nicht holen. Der wurde so gemacht, dass du maximal ein Popcornstück auch nur rausbekommst. Musst immer schütteln, so als ob du bei so einem Sparschwein das Kleingeld durch den Schlitz rausholen willst. Ein Computer von 1991. So haben wir angefangen. Das Haus, das dich immer zurück anstarrt. Das ist wie mit dem Twitter-Schild gewesen, das so ein X ist, in riesig und hell. Und das ganze Nachbarhaus durfte einfach nicht mehr schlafen. Genau daran erinnert mich das. Simon Weil, die Kraft der Wörter. Also the power of words. Einerseits coole Idee, aber andererseits, das ist nur unterstrichen. Das ist halt mehr crappy Design als ein gutes. So, ja, schreib was rein, indem du Wörter unterstreichst. Wow! Die Couch, die so unbequem ist, wie sie aussieht. Ich denke mal, das wird Stein oder irgendwas sein. Und das wird richtig hart sein. Und das wird richtig unbequem sein. Das Brotmesser, das in meinem Schweizer Restaurant benutzt wird. Solange es noch dann trotzdem gut schneidet, coole Idee. Fun Fact, das soll eine Badewanne sein. Ihr fragt euch jetzt bestimmt wie ich, wie kommt das Wasser da rein? Wie kommt das Wasser wieder raus? Also Wasser rein kommt bestimmt leicht. Aber wie das Wasser rausgeht, ist wieder was anderes. Und dann ist die Frage, wie bequem die wirklich ist. Noch mehr Treppen. Au, die tun mir weh. Das ist nicht wie mit den Holztreppen, wo du umfällst. Die schauen noch so dünn aus. Wenn du da aus Versehen entgegenkommst, dann ist dein Schienbein einfach komplett kaputt. Schneidest du einmal durch. Und vor allem geht die Treppe auch noch so weit nach draußen, dass du schön mit den kleinen Zeh dagegen kommen kannst. Oily Bird. Und das Blaue ist der Vogel. Schaut cool aus. Eine Bank, die eigentlich überall gemacht werden sollte. Die Bank kann man zu einem Tisch umändern. Finde ich echt cool. So sollten Bänke draußen sein. Dann kannst du genau, je nachdem, was du brauchst, dich einfach hinsetzen und am Tisch sein oder halt dich einfach nur anlehnen. Die Homer Simpsons Tasse, die du dir nicht kaufen willst. Und ich sehe Marvel noch im Hintergrund. Ich glaube, die ist am schlimmsten, weil du viel Spaß beim Saubermachen. Kommst du halt mit dem Schwamm nicht mal mehr ran, also musst du das mit so einem anderen Ding extra nur für die Tasse machen. Das eine Pissoir, wo du erstmal hinklettern musst. Und dann stell dir vor, dass du mitten im Geschäft umfällst. Oh, dein Halt hält dich nicht mehr länger. Oh nein, warte. Das ist ein Whiskyglas. Finde ich einerseits richtig cool. Andererseits habe ich Angst, dass es immer wieder rumrollt. Es wird ja nur im Kreis rollen, aber es wird halt immer weiter im Kreis rollen und mit Pech gegen irgendwas anstoßen und dann kaputt gehen. Das wäre so mein Glück. Aber mit dem Untersetzer finde ich es legit richtig cool. Das ist eine Hochschule in Los Angeles gewesen, 1950 rum. Schaut einfach aus wie ein Gebäude aus Fallout. Es ist ja auch genau die gleiche Zeit. Loving. Relaxing. Der Henkel R&M. Wie hältst du den? Wo hältst du den? Hältst du den beim R hinten oder vorne? Eine Treppe, bei denen du ein paar Opfer bringen darfst. Du darfst nur nicht einmal nicht hinschauen. Einmal Unaufmerksamkeit und du fällst runter. Durch irgendeinen Winkel der Treppe. Auf eine andere Treppe. Okay, wir haben ein Badezimmer. Ein sehr, sehr leeres. Oh, ich bin ja vor 2 Jahren knapp jetzt umgezogen. Als wir uns einfach Sachen angeschaut haben, haben wir auch so ein Badezimmer gesehen. Da war einfach gefühlt nichts. Das war so nutzlos. Die hätten da gefühlte 15 Quadratmeter wegnehmen können und in einen anderen Part der Wohnung stecken können. Aber das Beste ist,
Duschtoilette. Ich hoffe, die haben noch irgendwo eine richtige Dusche. So ein riesen Badezimmer und du hast nur eine Badewanne und eine Toilette. Wenn dein Chesset designt wurde von Architekten und du solltest wegen Flugzeugen aufpassen, wenn auf einmal so ein Riesengebäude sich bewegt. Da hatten wir schon mal einen Unfall. Polarbär. Finde ich cooles Design. Das obere vom Glas soll die Nase sein. Wenn du die Nase, das obere vom Glas, aber als Mund siehst, dann ist das der glücklichste Polarbär der Welt. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr Design wollt, lasst gerne ein Abo da.